Das erste große Gipfeltreffen der Europäischen Union mit lateinamerikanischen und karibischen Staaten seit 8 Jahren ist von Streit über eine Erklärung zum Ukraine-Krieg überschattet worden. Mit Russland verbündete Länder wie Nicaragua, Venezuela und Kuba setzten bei der zweitägigen Zusammenkunft in Brüssel durch, dass der Text keine explizite Verurteilung des Krieges enthält und Russland nicht einmal erwähnt wird. Nicaragua wollte am Ende nicht einmal einen Minimalkompromiss mittragen. Grund war nach Angaben von Diplomaten, dass dort von einem Krieg gegen die Ukraine und der Notwendigkeit eines gerechten und nachhaltigen Friedens die Rede ist. Bundeskanzler Olaf Scholz sprach trotzdem von einem Erfolg und einem großen Fortschritt, weil anerkannt worden sei, dass es sich um einen Angriffskrieg handele. Nur ein Land habe bei dem Gipfel eine andere Position eingenommen. Deshalb sei es laut Scholz umso bemerkenswerter, dass insgesamt eine solche Verständigung hier gelungen ist. Ziel der EU war es eigentlich, mit der Gipfelerklärung eine klare Botschaft an den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu senden. Diesem sollte deutlich gemacht werden, dass er in der Weltgemeinschaft zunehmend isoliert ist und bei einer Fortsetzung des Angriffskriegs weitere wirtschaftliche Nachteile fürchten muss. Die Hoffnung war, dass mächtige lateinamerikanische Länder wie Brasilien bei dem Spitzentreffen auf kleinere Staaten einwirken, um diese zu einer Verurteilung des russischen Angriffskriegs zu bewegen. Am Ende brachten die 27 Mitgliedstaaten der EU und die 33 Länder der Gemeinschaft der lateinamerikanischen und karibischen Staaten lediglich ihre tiefe Besorgnis über den anhaltenden Krieg gegen die Ukraine zum Ausdruck. Russland als Aggressor ist in dem Dokument aber nicht genannt. Ob einige der SILAC-Staaten für ihre Standhaftigkeit in Brüssel eine Belohnung aus Moskau erwarten können, blieb zunächst unklar. In der Vergangenheit hatte es beispielsweise für Nicaragua, Venezuela und Kuba wiederholt Hilfsangebote aus Moskau gegeben, zum Teil auch im militärischen Bereich. Venezuela erhielt unter anderem russische Waffen. In den Hintergrund drückte durch den Streit um die Ukraine-Erklärung, dass die EU und die SILAC-Staaten grundsätzlich vereinbarten, ihre Zusammenarbeit weiter auszubauen. So soll zum Beispiel gemeinsam der Kampf gegen den Klimawandel und dessen negative Folgen vorangetrieben werden. EU-Ratspräsident Charles Michel sprach bei der Abschlusspressekonferenz von einem neuen, optimistischen und positiven Kapitel in den Beziehungen und kündigte an, dass es nun alle 2 Jahre ein Spitzentreffen geben solle. Die Hoffnung ist auch, dass bis dahin die Bemühungen um den Abschluss des Freihandelsabkommens zwischen der EU und der südamerikanischen Wirtschaftsgemeinschaft Mercosur abgeschlossen werden können. Über den Aufbau einer riesigen Freihandelszone zwischen der EU und den Mercosur-Staaten Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay war im Sommer 2019 nach jahrelangen Verhandlungen eine politische Grundsatzeinigung erzielt worden. Der Deal wird allerdings nun von mehreren EU-Staaten wie etwa Frankreich oder Österreich wieder in Frage gestellt. Kritiker befürchten, dass europäische Landwirte künftig in einen gnadenlosen Preiskampf gezwungen werden und gleichzeitig die Regenwaldzerstörung in Südamerika befeuert wird.